jetzt noch das Bild aufgehängt. So. Verdammt! Hält nicht! Was mache ich jetzt? Da hilft nur eine Bohrmaschine, aber ich habe ja keine. Sieh mal an, der Rot hat also eine. Na typisch, der hat immer alles. Also, gehe ich dann mal rüber. Hallo, Herr Nachbar, können Sie mir mal kurz Ihre Bohrmaschine leihen? Ja, so einfach ist das oft. Was mache ich eigentlich, wenn der Rot mir die Bohrmaschine nicht leihen will? Der grüßt doch schon länger nicht mehr richtig freundlich. Warum eigentlich? Bildet er sich vielleicht ein, was Besseres zu sein? Spinnt der Typ? Das war doch bestimmt der Rot, der neulich die Haustüre abgeschlossen hat, als ich im Hof war. Mit dem Mülleimer. Und das blöde Gerede von wegen, dass ich meine Tür immer so laut zuschlage. Der mag mich nicht. Na, aber die Bohrmaschine wird er mir schon leihen. Warum sollte ich auch nicht? Das kann er mir nicht abschlagen. Das ist doch nun wirklich normal. Ich wohne ja schließlich neben ihm. Aber wahrscheinlich macht er es ungern. Wahrscheinlich hat er Angst, ich mache ihm seine tolle neue Bohrmaschine kaputt. Wahrscheinlich denkt er sich, der Schramm kann doch kein gestandener Mann sein, wenn er keine Bohrmaschine hat. Wo gibt's denn das heute noch? Ein Mann ohne Bohrmaschine? Das ist dann so wie ein Mann ohne Taschenmesser. Wahrscheinlich denkt er, der Schramm kann mit so einem Ding nicht umgehen. Dabei bohre ich Löcher, da kann er nur von träumen. Alter Spießer. Und auch noch unsozial. Nur weil er eine Bohrmaschine hat. Diese Sorte Typen kenne ich. Die sollte man sich wirklich mal vorknöpfen. Jetzt bohrt der doch schon wieder. Nur um mich zu ärgern. Dieser Angeber! Da plattert ja der Kragen! So, jetzt reicht's. Den mache ich fertig. So nicht. Nicht mit mir. Das wäre ja noch schöner. Was bildet der sich eigentlich ein, dieser Saftsack? Ich brauche Ihre scheiß Bohrmaschine nicht! Sie Vollidiot! Und wehe, wenn Sie noch einmal bohren.